Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Clash of Clans. Ja, ich war lange nicht mehr bei diesem Account hier drin. Tut mir auch mega leid, ey. Ich hatte aber keine Zeit irgendwie. Ich war durchgehend unterwegs, nicht zu Hause und dies, das und war echt ätzend. Aber jetzt sind wir hier. Hab eben gerade die Upgrades gestartet. Hier so ein paar. Ja. Ich habe auch einen CW mit dem Account hier verpasst, aber ja, wir machen jetzt erstmal einen Angriff. Zu wenig Loot. Ich brauche einiges, Alter. Einiges an Loot. Nee. Jo, da ist CW auf dem Handy fertig. Oh, der hätte so schön Loot. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Sieht aber aus, als hätte der eigentlich alles in den Minen und so drin. Ich hau jetzt einfach mal hier alles noch rein. Oben habe ich ein paar hingehauen, den Rest hau ich jetzt hier rein. Ich will das mit dem machen, nicht unbedingt die ganze Zeit abspacken. Komm schon. Wir müssen nur diesen Minenwerfer wegkriegen, dann passt das. Perfekt. Perfekt. Und der Loot sieht echt so aus. Ja, der ist in den Sammlern drin. Ja, alles in den Sammlern. Perfekt. 55% haben wir auch erreicht. Ist doch auf jeden Fall geil. Das restliche Gold haben wir uns auch noch hier fertig. Schön. Und über Nacht mache ich dann Kanonen und so. Ne, nicht Kanonen. Die beiden Bogitürme. Auf 5. Ja, 5. Ja, 5 ist das. Na gut, wir könnten hier noch ein paar Prozente holen, aber das ist egal. Wir haben einiges jetzt schön an Loot bekommen. Richtig geil. Und ja, der nächste CW ist auch schon gestartet. Hier wollen sie tausende Spenden haben. Der Clan hat sich so krass entwickelt, ey. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was da los war. Auf einmal dieser eine Hype, dass tausende Leute in Clan einfach kamen, gefühlt. Das ist mega krass. Anfangs so eine richtige Ruhezeit. Keiner kam in Clan, keine neuen Mitglieder, nichts. Und dann auf einmal, wusch, alle da. Das war richtig cool. Das dauert auch 12 Stunden. Die beiden dauern 12 Stunden zum Upgraden. Das heißt, wir können die beiden machen und dann würde ich sagen, ein Goldlager. Hätten wir ein Goldlager schon mal Level 9, das Upgrade zu 10 können wir erst machen, wenn es Rathaus Level 6 ist, soweit ich weiß. Es kostet 750.000. Schon eine Menge, ne? Es bringt 250.000 dazu. Ja, dann haben wir insgesamt 1 Million auf Level 9 mit beiden Goldlagern. Was kriegen wir hier eigentlich nochmal? Achso. Ja gut. Stimmt, auf Level 6 ist das gar nicht so viel. Aber hier mit dem Account hole ich auch langsam echt auf. Das da kostet auch nochmal 80.000. Das Elixier ist schon wieder so knapp. Das ist bei mir immer so. Anfangs ist es immer so, dass Gold fehlt. Und jetzt ist es ständig so, dass Elixier fehlt, dass Elixier fehlt. Richtig nervig. Ich brauche nochmal 500.000, um die beiden auf Level 5 zu machen. Und das, ja gut, dann brauchen wir insgesamt 750.000 Elixier, um das, um die alle auf Level 5 zu machen. Das wird eine lange Zeit erstmal dauern, bis wir hier alles abgegradet haben, fertig. Bei dem Labor können wir hier nichts mehr machen, genau. Hier fehlt uns das auf Level 4. Die Bogies mache ich auch erstmal hoch. Brauchen halt aber erstmal das Elixier, ne? Ich war schon am überlegen, ob ich hier einfach mal alle booste. Die 4 Sammler. Die ganzen Level 6er. Ich meine, jetzt bringen sie 1,3 pro Stunde. Ja gut, das könnte man auch so lassen. Müsste man noch hinkriegen. Ich
Ich weiß nicht, ob wir noch warten könnten, bis wir noch einen weiteren Angriff machen. Ich weiß gar nicht. Also auf gleich nach der Stunde. Oh. Das ist dann halb, na, 20 nach 10. Dann noch 2 Stunden wach bleiben, wäre 20 nach 12, weil dann könnte ich nämlich, was waren das genau? Den, die Kanone und die beiden auf Level 5 dann noch upgraden, weil das dauert ja 2 Stunden, soweit ich das gesehen hatte. Auf Level 7, ja, kostet, dauert 12 Stunden auch, okay. Ich weiß es nicht genau, ob ich das mache. Ansonsten mache ich halt wirklich über Nacht die beiden und dieses Goldlager auf Level 9 und 5. Dann, ich glaube, das ist auch das Max, was ich mit Level 5 Rathaus erreichen kann. Luftabwehr wird so ewig dauern, bis ich das upgraden kann, auf jeden Fall. Ja, ewig nicht, aber es wird ewig dauern, bis ich das mache, weil ich mache Luftabwehr selten hoch. Morgen, dann wird auf jeden Fall. Oh, die muss ich auch beide upgraden, Alter. Wären 480.000 Gold. Würde ich schon beide gerne gleichzeitig upgraden, weil es halt ein Tag ist. Ich versuche das immer so zu machen, dass ich die Sachen, die gleich lange dauern, gleichzeitig upgrade. Ist halt ein praktisches, ne? Aber ansonsten. Genau, die Klammer können wir noch nicht upgraden. Dafür brauchen wir Level 6 Rathaus. Die Kanonen sind beide Level 6 Max. Genau, das heißt, das ist auch Max auf 5. Das ist halt so. Die können wir auch noch upgraden für 4 Stunden. Moment. Beide für 4 Stunden. Und der dauert auch 4 Stunden, ne? Ja. Das heißt, 60.000 Gold müsste man zusammenkriegen. Das dauert 15 Minuten, die kann ich nachher nochmal machen. Das dauert 2 Stunden. Das heißt, wenn ich den, den und den mache, sind es schon mal 2 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, um auf Level 2 zu kommen. Eine Stunde, das dauert jetzt ein Tag. Ich weiß nicht, dauert das 2 Stunden dann? Ich hoffe, es wäre schon ziemlich gut auf 2, dann 2 Stunden, weil dann könnte ich das noch upgraden auf 2. 3 ist bei Bomben das Maximum, naja, genau. Oh, hier habe ich auch noch eine Zweierbombe. Okay, dann passt das perfekt. Dann mache ich die noch auf 2 und dann kann ich die anderen, dann kann ich die 3 Bomben halt gleichzeitig alle auf 3 machen. In 2 Stunden. Das passt eigentlich super. Ja, müsste so hinhauen. Truppen sind bald fertig, ja. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Sonst beende ich den Part gleich. Dann machen wir halt die 4 Stunden damit und die 3. Vielleicht sollte ich mir das mal irgendwo notieren. Stift. Das war mein Mikrofon. Tut mir leid, Leute. Ja, gut. Also Plan für morgen sieht so aus. Über Nacht, das kann ich mir merken. Aber Plan für morgen ist auf jeden Fall Luftbombe. Luftbombe. Zweimal Luftbombe plus Bogi. Turm. 4 Stunden. Dreimal Bombe sind 2 Stunden. Kanone plus Elixier plus Gold, Klammern 2 Stunden. Was hatte ich dann noch gesagt, was ich upgraden werde morgen? Es sind dann Genau. Morgen Abend werde ich dann nochmal die drei Elixier, die beiden Elixierlager und das Goldlager upgraden. Schau ich mal unten hin. Elixier. Ja, zweimal Elixier. Plus Goldlager
Lager. In Klammern 12 Stunden. Gut. Ach, die wollte ich. Ach, ja, genau, die mache ich ja gleich. Bin ich doof. Bis ich die upgraden kann, das kann ich nicht alles gleichzeitig machen, auf keinen Fall. Ich könnte versuchen, die beiden und eine Kaserne zu upgraden gleichzeitig. Das wird aber auch schwer werden, auf jeden Fall. Es dauert 3 Tage, die Luftabwehr zu machen. Wie lange dauert das Rathaus zu upgraden auf 6? 4 Tage, dann kann ich das versuchen gleichzeitig zu machen. Ich glaube, 3 ist das Maximum auch. Hoffentlich. Müsste eigentlich das Maximum sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre schon nicht schlecht. Genau. Das wäre es dann eigentlich gewesen, oder? Mehr kann ich morgen nicht machen. Obwohl, ich kann auch mal machen, was ich sonst noch so upgraden kann zusammen. Ich will echt diese beiden hier zusammen upgraden. Das hört sich am praktischsten an. Das heißt, Magier plus Minenwerfer plus Kaserne. In Klammern ein Tag. Das heißt, dann bräuchte ich noch 6. Okay, die könnte ich dann auch nochmal all die 3 upgraden, dann die 3 upgraden. Ja, erstmal muss ich gucken, was die Kanone und so bringt. 2 ist beim Magierturm Max, soweit ich weiß, auf dem Rathauslevel. Ja, sogar auf Level 6 ist das Max. Ich konnte erst mit Level 7 Magierturm auf 3 machen, glaube ich. Ich schau mal eben nach. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher gerade. Hab ich hier... Oh, ich wurde angegriffen. Ja, klar! Ich hatte so schön mein Elixier zusammen auf dem Handy, um meine nächste Kaserne auf Level 9 zu machen. Ey, was für ein Scheiß. Nee, Level 4 ist schon das höchste hier. Okay, das heißt, ich kann es auf Level 3 machen auf jeden Fall. Das nächste Mal warte ich jetzt nicht gleich, wenn ich einen neuen Angriff mache, bis ich die 1-5 zusammen habe. Oder bis meine Truppen fertig gemacht sind bei dem Scheiß, ey. Mann, ich glaub's nicht. Wir machen jetzt nochmal ganz schnell einen Angriff. Das Wichtigste habe ich mir aufgeschrieben, was ich zusammen upgraden werde. Ich fasse es nicht, ey. Ist doch ein Scheiß. Ich meine, Elixier ist schon so schwer zu sammeln, ne? Und dann kommt irgend so ein Kackspast. Zieht dir 100%, weil er natürlich 50.000 Millionen Truppen hat. Und... Haut erstmal, wie viel hat er mir gezogen? 100 oder 200? Ja, 122.000, ey. Alter, ich glaub's nicht. Naja, wir schaffen den Angriff hier locker. Holen uns nochmal ein paar Trophäen. Ich weiß, der Loot ist jetzt nicht so geil. Aber er reicht. Wir brauchen nicht so viel. Um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall nicht zu viel. Oder so viel. Haben den Angriff gepackt, haben unsere Trophäen und ich würde sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Mal wieder. Haut rein! Hey Leute, willkommen auf das Endcard von Clash of Clans. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Unten links kommt ihr noch einmal zu der letzten Folge und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!